Hi, hier ist der Frank vom footblog-hamburg.de. Wir haben mal wieder eine Neuerung. Und zwar filmen wir ja schon die ganze Zeit über mit externem Licht, weil wir haben uns zwei Scheinwerfer gekauft. Seit heute ist unser Scheinwerfer da oben. Und man kann ihn wunderbar mit der Fernbedienung anschalten. Wenn die Fernbedienung dann auch mitspielt, zack. Oh ja, das ist ja geil. Dann kann man schön die Farbtemperatur verändern und auch die Helligkeit. So, und jetzt steht Frank wieder im Rampenlicht und hat wieder richtig gut Licht, sodass man halt auch was sieht, was man macht. Da hatten wir ja letztes Jahr im Herbst und im Winter über so ein bisschen Probleme, weil unsere Videos ja immer verhältnismäßig dunkel. Das Thema ist definitiv vorbei. Wir werden das jetzt noch weiter verändern. Die zweite Lampe kommt jetzt auch noch hier hin. Dafür haben wir jetzt heute eine gute Idee gehabt. Das andere ist, ich habe da jetzt so einen Halter heute gedruckt. Solltet ihr da Interesse dran haben, schreibt es einfach mal unten rein. Dann mache ich dazu mal ein Video auf meinem zweiten Channel. Da sage ich dann aber Bescheid. Dann kann man sich das da auch mal ansehen. Zum zweiten haben wir ja schon länger ein Frankfurter Brett. Das ist so ein Brett, wo man halt hier so Halterungen hat, wo man sich dann halt so Gefäße anbauen kann, wie man die in der Gastronomie auch verwendet. Da gibt es auch noch Deckel für. Das Geile daran ist nur, so ein paar Videos gibt es ja auch schon, wo man das sehen kann. Ich habe dann immer so die Möglichkeit, wenn ich Abfall habe, den hier so rüber zu ziehen. Und dann habe ich hier halt so einen Abfallbehälter. Und den Rest kann man sich dann wunderbar hier wieder hineinschmeißen. So, Schluss mit dem Gelaber. Über dieses hierüber mache ich demnächst, glaube ich, noch mal ein neues Video, wo man noch mal so ein bisschen mehr sehen kann. Schauen wir mal. Wir wollen heute mal wieder auf unserer Teppanyaki-Platte was machen. Und zwar machen wir heute einen indonesischen Bratreis. Wie nennt man das auf Indonesien? In Indonesien? Nasi goreng. Genau, das wollen wir heute machen. Ich bin eigentlich völlig die falsche Person, um das zu machen. Eigentlich müsste Jajuk das ja hier machen. Die ist aber immer so schüchtern und möchte das nicht. Deshalb muss ich das jetzt machen. Ich werde jetzt als erstes mir eine Zwiebel, ein bisschen Chili und Knoblauch klein schneiden und werde das dann gleich hier in der kleinen Mühle, wie sie immer sagt. Ich würde da sagen, das ist ein Stößel. Und werde das da gleich fein machen. Haben wir ja schon mal benutzt, als wir unser Sambal gemacht haben. So, dann kommt jetzt mal unser Intro. So, ich schneide mir jetzt mal eben hier meine Zwiebel klein. Und werde die dann gleich damit in unseren Mörser schmeißen. Das geht natürlich klasse, wenn man so einen Behälter gleich dabei hat. Ist es natürlich sehr angenehm, wenn man so Zwiebeln pellt oder halt auch andere Sachen, dass man den Kram gleich los wird. Ja, finde ich auch. Sehr praktisch, ne? Ja, finde ich auch. So, ich habe jetzt mir meine Chili, den Knobi und die Zwiebel klein geschnitten. Das tue ich jetzt alles hier schön in unseren Steinmörser. So, also ich habe mir für mein Brett, habe ich mal so ein kleines Wägelchen gekauft, wo ich das alles drauf stehen habe jetzt. Und damit ihr halt ein bisschen besser sehen könnt, was wir hier so fabrizieren. So, jetzt haben wir das alles hier schön klein gemörsert. Das können wir jetzt erstmal zur Seite stellen. Das brauchen wir jetzt in diesem Moment nicht. So, als nächstes werde ich jetzt mir mal eben schnell die Karotten greifen. Die schneide ich jetzt erstmal hier jeweils in drei Teile. Dann werde ich die halbieren. Vierteln? Ja. Vierteln. Und dann streife ich in so kleine Streifen. Genau. Und die werde ich dann gleich schön anbraten, damit die nachher nicht so knallhart sind, wenn wir die essen wollen. So, Karotten sind fertig. Kann man wunderbar hier reinschmeißen. Tara, da einhängen, fertig. Kann man sich da gleich wunderschön wegnehmen, wenn man es benutzen will.
nimmt man sich das nächste Teil. Genau, ich finde es einfach geil, kann man sich hier reinlegen. Jetzt schneide ich mir schnell die Frühstückszwiebeln klein. Kommen hier auch wieder rein, zack, dahin und dann können wir gleich langsam anfangen zu kochen. So, jetzt schneidest du die Frühlingszwiebeln. Ja. So, und wieder fertig. Aushaken, einhängen. Next one. So, jetzt können wir aber eigentlich anfangen gleich. Ah nee, das Fleisch muss noch klein geschnitten werden. Genau. Wir haben hier wieder so ein Hähnchen. Wie gestern auch. Das schneide ich jetzt einmal dünner. Und dann schneide ich das in kleine Stücke. So, wieder alles hier drin. Schöne kleine Stücke geschnitten. Jetzt mache ich da ein bisschen Ketchup-Manis drauf. Und ein bisschen Sambal-Manis. Das ist schon etwas anders als das Sambal, was wir sonst... Das Sambal Oleg, genau. Das Ganze werde ich jetzt ein bisschen... Vermengen. Und dann kann das hier jetzt gleich ein bisschen, während wir hier noch am Kochen sind, wird das hier ein bisschen ziehen. Und dann haben wir hier nachher schon einen guten Grundgeschmack drin. Das ist natürlich sehr schön. Klasse. So. Sehr schön. Okay, dann werde ich jetzt mal unseren Stein hier einrichten und dann geht es mal los. So, machst du wieder mit der Rama? Ja, ein bisschen Rama da drauf. Rama. So. Jetzt das hier alles schön raus. Wir wollen ja nichts verschwenden. Purer Geschmack. Also das ist im Endeffekt nur Knoblauch, Zwiebel, Chili und ein bisschen Salz. Und das brate ich jetzt hier noch so ein bisschen an. Genau. Oh Gott, ist das Ding schwer. Ja klar. Sag mal, Chefkoch, soll ich hier unten schon mal die Karotten so langsam so ein bisschen? Genau. Aber Karotten dauert auch lange, ne? Genau. Karotten brauchen die auch einen Augenblick. Ritzeln. So, schön die Karotten da rein. Mmh, geil. Hallo, du Karotte, komm doch mal weg. So, muss da wieder ein bisschen Wasser und Zucker drüber. Alles klar, dann hole ich mal eben schnell einen Becher. Ein bisschen Wasser. Das wird jetzt so ein bisschen dafür sorgen, dass das hier ein bisschen schneller geht mit den Karotten. Das verdampft hier jetzt so schön. Ich mache mal hier unten noch ein bisschen mehr Gas. Okay, dann machen wir hier jetzt wieder ein bisschen Fett drauf. Und dann kommt da jetzt schon unser... Wir haben Reis vorgekocht. Der Reis muss jetzt hier einfach mit drauf. So, nochmal eben schnell ein bisschen Zucker über die Karotte. Daneben der Fujiyama. Mein Fujiyama. So, jetzt machen wir ein großes Loch in den Fujiyama hinein. Oh, großes Loch im Fujiyama. Jetzt ist aus dem Fujiyama ein Ijen geworden. Ein Vulkan. So, jetzt tun wir da zwei Eier rein. Wenn ich jetzt so ein Koch wäre auf so einem Kreuzfahrtschiff, dann würde ich jetzt mit den Eiern jonglieren. Bin ja froh, dass ich meine Eier so behalten kann. So, ein Ei. Ha, das ist aber ein hartes Ei. Ein zweites Ei. So, jetzt unser Fujiyama Mountain kommt in Bewegung. Jetzt wird das ganze Ei da drin schön alles vermengt. Ja, geil. Wahnsinn. So, jetzt kommen meine Karotten auch noch mit da rein. Ja.
Und dann muss das Ganze wieder schön vermengt werden. Jetzt habe ich endlich mal ein bisschen Platz hier. Sehr schön. Und jetzt braten wir uns so ein bisschen das Hühnchen an, was wir schön klein geschnitten haben. Wir haben das ja hier vorne schön mariniert, jetzt so für 10 Minuten, Viertelstunde. Und ich tue das mir jetzt hier schön drauf. Mmh, geil. So, mein Fleisch ist hier vorne noch am Braten. Ich tue hier hinten mal schön ein bisschen Salz auf unser Reis und von meinem Lieblingspfeffer tue ich da auch mal ein bisschen was drauf. So, dann habe ich hier noch meine Frühlingszwiebeln. Die tue ich jetzt hier mal über das Fleisch drüber und brate die auch jetzt noch mit an, zusätzlich an, damit die auch so ein bisschen angegart sind. Wunderbar. Und jetzt die Platte ist jetzt richtig klein. Ja, also sollte ich mal in den Genuss kommen einer riesengroßen Küche, also meinetwegen können wir aufs Wohnzimmer verzichten, dann lieber eine schöne Wohnküche, dann möchte ich gerne einen richtig großen Teppanyaki-Grill haben. Also so eine Ceran-Feld bzw. Induktionsfeld, ja, aber dann auch daneben nochmal so ein großes, schönes Feld, wo man halt so eine Geschichte mitmachen kann. Da hätte ich richtig Bock drauf. Also wenn ich eine Kochinsel hätte, wäre das mit Sicherheit eine Option, die ich unbedingt haben müsste. Vor einer Espressomaschine. Oh ja. Ja. Wollen wir die Küche umbauen? Ich weiß noch nicht wie. Ich auch nicht. Aber das ist eben schön. Ja, aber ich wüsste nicht, wohin damit hier. Mitten den Herd einbauen, mitten den Tisch hier einbauen. Aber hier das an den Tisch kriege ich, ja, aber okay, kriegst das nicht rein, da ist der Tisch zu schmal für, weil da brauchst du ja mindestens so viel Fläche. Und wo willst du die Teller hinstellen? Also, wir brauchen eine größere Wohnung, Schatz. Genau. So, ich würde sagen, das ist alles soweit fertig. Ich tue das jetzt hier auch mittig rein und schmeiße es daneben. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil, man muss halt hinterher die Küche neu renovieren. Jetzt verteilen wir das ja mal gleichmäßig in der Küche und dann sind wir gleich fertig. Das war jetzt das Endpiepen. Ich würde sagen, unser Nasi Goreng ist fertig. Bei der Menge machen wir jetzt für uns kein Ayam mehr, also kein Spiegelei mehr. Normalerweise könnte man da jetzt noch schön ein Spiegelei drüber schmeißen. Ich tue uns jetzt mal was auf den Teller und dann werden wir gleich gemütlich essen. Schatzi, wie viel willst du denn? Ach, du kriegst einfach ganz viel. Warst heute ja auch fleißig, hast schön Sport gemacht, dann darfst du auch richtig schön was essen. Dankeschön, das ist ja mehr. Ja, ab und an bin ich mal so. So, ist das so gut? Ja. Wunderbar. So, dann einmal was für mich. Ich habe nicht ganz so viel Sport gemacht, ich darf da nicht so viel essen. Doch, hast du auch so. Ach so. 7 Kilometer gelaufen. Ja, stimmt. Gut. Okay, ich würde sagen, das ist eine schöne Portion. So, klasse. Hervorragend. So, das war's. Dauert ungefähr eine halbe Stunde. Etwas über eine halbe Stunde haben wir jetzt, glaube ich, gebraucht dafür. Bringt richtig Bock, damit zu kochen. Macht so ein bisschen Schweinkram, okay, aber ich glaube, damit kann man leben. Und wenn wir sonst am Braten sind und so, machen wir auch Schweinkram. Das gehört auch dazu. Ja, genau. Sauber machen gehört auch dazu. Ist halt einfach so. Ja, sollte euch das gefallen haben, was wir hier heute gemacht haben, gebt uns einen Daumen. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, abonniert uns bitte. Würden wir uns sehr darüber freuen. Habt ihr irgendwelche Anregungen, Fragen oder irgendwas, irgendwelche anderen Wünsche? Bis auf Geld, die kann ich euch nicht geben. Schreibt es einfach unten rein. Ich schreibe wieder eine Einkaufsliste. Die wird man dann unten finden. Da ist auch wieder der Link drin für diese Platte. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn wir was machen. Und ich sage tschüss. Tschüss.
und Frank vom footblog hamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.